auf meinen YouTube-Kanal. Heute geht es weiter mit meinem Video, und zwar wie ich meine Vespa auf meinem Hänger befestige. Ich habe ja gestern, ich zeige es mal kurz, ich habe ja gestern hier diesen Halter drauf gebaut. Ich zeige ihn mal von da hüben. Als kleiner Tipp von mir, ich habe hier noch ein bisschen so eine Silikonfolie drunter geklebt, dass das nicht so klappert während der Fahrt, falls mal keine Vespa drauf ist. So, wo ich gestern noch das Problem hatte, ist diese Wangen hier, die sind für Motorräder ausgelegt und ist natürlich für die Vespa sehr hoch. Wenn man jetzt hochfährt auf den Hänger, kann es sein, dass mir hier hängen bleibt. Ich habe jetzt hier diese Aussparungen gemacht und zwar natürlich nicht mit der Flex, sondern ich habe das ganz normal mit einer Säge, so eine Elektrosäge, abgesägt und es war überhaupt nicht schwierig, relativ leicht. Das Teil heißt Säbelsäge im Fachjargon. Da habe ich so eine einfache vom Parkside Performance und die ist da durchgegangen wie Butter. Das war 0, nix erledigt. So, ich zeige euch jetzt mal, wenn ich die Vespa auf den Hänger fahre, wie schwierig das ist oder wie leicht das ist. So, hier sieht man den Weg, den das Moped zurücklegen muss. Und dann rastet sie hier direkt ein. Ich zeige das natürlich jetzt mal im Original. So, ich werde jetzt mal die Vespa starten. Und dann fahre ich nochmal hoch, dass man mal sieht, wie schwer oder wie leicht das Ganze ist. Ich mache das natürlich immer so. Ich setze mich nie auf die Vespa, weil ich möchte natürlich nicht in irgendeinem YouTube-Video enden, im Internet, die man sieht, die dann von ihren Hänger fliegen. Darum mache ich das immer so von unten aus. So, man sieht, hält von ganz alleine. Ich hole mal die Kamera, dass man das sieht. So, die ist jetzt nicht festgemacht. Die ist also nur in dem Halter vorne drin. Ich zeige es nochmal. Also man sieht, also die hält bombenfest. Und jetzt kann man sie in aller Ruhe verzurren. Also vorne. Über das Vorderrad, da habe ich so ein kurzes Band, das ziehe ich hier durch praktisch. Ich zeige es mal. Mal schauen, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Das stelle ich mal ab. So, da ist die Kamera wieder. Ich zeige es mal kurz, was ich da gemacht habe. Ich habe da so ein kurzes Spanngurt genommen. Den habe ich ein wenig abgeschnitten. Und dann mit dem Feuerzeug praktisch so bearbeitet, dass er nicht ausfranst. Und damit ziehe ich praktisch das Teil von vorne so fest. Dann ziehe ich hier über den Tunnel, mache ich was rein. Dann hier über den Lenker. Kommt natürlich auch links und rechts ein Spanngurt dran und er wird dann hier unten mit festgezogen. Hier.
Jetzt zeige ich das Ganze mal, wie das von hinten aussieht. Und jetzt mache ich auch nochmal Folgendes. Jetzt tue ich mal die Schiene drauf schieben, dass man sieht, wie das aussieht. Wenn die Schiene drauf ist, dass das alles schön verstaut ist. So. So, jetzt haben wir die Schiene drauf. Jetzt zeige ich es nochmal. Sieht dann so aus. Die wird hier noch festgeschraubt. Hier und vorne. Hier. Und jetzt ist alles aufgeräumt. Rampe ist mit drauf. Und man sieht hier, die Vespa steht schön drauf. Auch hier, der berührt nichts. Ich zeige es nochmal von vorne, dass ich nochmal durchfahre. Also einwandfrei. So, jetzt wollt ihr bestimmt auch sehen, wie ich die Vespa wieder runterhole. Das Ganze ist auch relativ einfach. Ich zeige es euch mal. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Spannbänder schon alle entfernt. Dann mache ich Folgendes. Ich ziehe die Rampe hier raus, drehe sie, lege sie so drauf und jetzt nehme ich die Vespa, gebe einen Schwung und zack. Ist die Sache erledigt. Das Baby ist vom Hänger, ist nichts passiert. Und es war früher natürlich immer schon ein bisschen aufwendiger, weil meine erste Lösung, das war eher so pfuschhaft. Da habe ich hier, und zwar auf der Rampe, da sind so Löcher drin, habe ich ein Holz genommen, habe es draufgeschraubt, dass er ein wenig höher war. Aber es war immer so hackelig da oben bei diesem Übergang, dass das Ganze funktioniert. Und jetzt habt ihr gesehen, jetzt geht das Ganze butterweich. Okay, dann war es das für heute. Jetzt habt ihr es gesehen, wie ich meine Vespa transportiere. Wie ich das Ganze so gemacht habe, dass es relativ einfach ist, für eine Person zu machen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.